kann man mit einer Tüte malen. Ich habe es für euch ausprobiert. Dazu blast ihr einfach eine alte, luftdichte Tüte auf und bindet sie mit einem Gummi zu. Dann taucht ihr vorsichtig die Spitze eurer Tüte in die rote Acrylfarbe und drückt sie anschließend auf euer Papier. Probiert es am besten erstmal auf einem Testblatt aus, damit ihr die richtige Menge an Farbe herausfindet. Zum Schluss habe ich dann noch ein paar Details mit dem Pinsel hinzugefügt. Ein paar grüne Blätter und noch ein kleines Schleifchen, der den Rosenstrauß zusammenhält. Und ja, man kann definitiv mit einer Tüte malen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Technik schon mal ausprobiert habt.